Der Klimawandel ist Realität. Die wissenschaftlichen Beweise lassen keinen Zweifel zu. Und er betrifft uns alle. Der Klimawandel ist zu einer der wichtigsten globalen Herausforderungen unserer Zeit geworden. Unser Planet, unsere Umwelt und unsere Wirtschaft können durch die Konsequenzen des Klimawandels Schaden erleiden. Daher müssen wir jetzt gemeinsam und weltweit handeln. Die Europäische Union geht der Welt mit gutem Beispiel voran. Wir handeln jetzt, weil jede Verzögerung und jedes Nichthandeln viel mehr kosten würde. Die EU hat beschlossen, dass die Treibhausgasemissionen bis zum Jahr 2020 um 20% verringert werden sollen. Gleichzeitig soll der Anteil der erneuerbaren Energien um 20% steigen. Die EVP-ED-Fraktion glaubt, dass die Europäische Union diese ehrgeizigen Ziele erreichen kann. Wir haben erfolgreich ein europäisches Klima- und Energiepaket geschnürt. Mit diesem Maßnahmepaket können wir unsere Ziele erreichen und gleichzeitig die europäische Industrie und Wirtschaft schützen. Unser Wissensvorsprung in Technologie und Entwicklung wird unserer Wirtschaft dabei einen weltweiten Wettbewerbsvorteil verschaffen. Wir können hier bei uns in Europa natürlich sehr viel unternehmen, um sparsam und effizient mit Energie umzugehen, um neue Technologien zu entwickeln. Aber natürlich reicht das nicht aus. Europa kann das Klimaproblem weltweit nicht alleine lösen. Unser Ziel muss es sein, dass wir nach dem Auslaufen des Kyoto-Protokolls auch ein weiteres bindendes Abkommen haben, an dem sich auch die Schwellenländer und natürlich vor allen Dingen alle Industrieländer an Reduktionsverpflichtungen beteiligen. Und darauf wird die Europäische Union hinarbeiten. Glaubwürdig im Klimaschutz sind wir aber nur, wenn wir auch eigene Maßnahmen präsentieren können und den Menschen in den Schwellenländern zeigen können, wirtschaftliches Wachstum, Wohlstand und Klimaschutz, das sind keine Gegensätze. Im Gegenteil, das kann man alles zusammen erreichen. Globale Probleme müssen grenzüberschreitend gelöst werden. Die Europäische Union spielt hierbei weltweit eine Vorreiterrolle. Aber es müssen alle mitmachen. Es bedarf der Einbeziehung aller Industrienationen und der Schwellenländer. Wir stehen vor einer großen Herausforderung. Denn der Klimawandel ist nicht nur ein Umweltproblem, sondern auch eine Bedrohung für Gesundheit, für Ernährungssicherheit und Lebensgrundlage von Millionen von Menschen. Und der Klimawandel kostet. Wenn wir nicht handeln, kostet uns das jährlich 5-20% des globalen Bruttosozialproduktes, während die Kosten für den Klimaschutz bei nur 1% liegen. Wir stellen uns dem Kampf gegen den Klimawandel und wir haben dafür die richtigen Instrumente. Mit neuen Wegen und neuen Technologien können wir dieser globalen Gefahr Herr werden. Wie wir unsere Energieproduktion und den Verbrauch der Energie gestalten, spielt dabei eine wichtige Rolle. Vor allem müssen wir unsere Abhängigkeit von Energieimporten aus Drittstaaten verringern und neue Wege finden, erneuerbare Energien selbst zu produzieren. Ganz oben auf unserer Prioritätenliste steht die Förderung der Energieeffizienz. Das ist einer der schnellsten und kosteneffizientesten Wege, den Klimawandel zu bekämpfen, den Energieverbrauch in Haushalten und Industrie zu senken und unsere CO2-Emissionen drastisch zu verringern. Die EVP-ED-Fraktion fördert daher auch zusätzliche Maßnahmen zur Steigerung der Energieeffizienz bei Gebäuden und bei der Herstellung energieeffizienter Fahrzeuge. Gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass die Energieversorgung in allen Mitgliedstaaten der Europäischen Union garantiert ist. Solidarität unter allen Mitgliedstaaten ist für dieses Ziel unverzichtbar. Daher kämpfen wir auch für eine gemeinsame europäische Energiepolitik. Klimapolitik mit Augenmaß verringert die CO2-Emissionen und schafft Anreize zum Bau von energieeffizienten Autos, Gebäuden, Elektrogeräten und Anlagen. Dabei dürfen die Arbeitsplätze in Europa aber nicht gefährdet und die Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen nicht eingeschränkt werden. Im Gegenteil, die Klimadiskussion kann sogar Jobmotor sein, denn sie bringt neue Aufträge in Industrie, Handwerk und Mittelstand. Durch die Förderung und Entwicklung neuer Technologien wird energiesparendes Handeln möglich. Für uns Verbraucher bedeutet Energiesparen nicht nur, dass wir die Umwelt schützen, sondern auch, dass wir unseren Geldbeutel schonen. Und so profitiert jeder von uns.
Der Kampf gegen den Klimawandel und eine gemeinsame EU-Energiepolitik beruhen auf drei wichtigen Faktoren. Die Energieversorgung aller Mitgliedstaaten muss sichergestellt sein. Unsere Wirtschaft muss global wettbewerbsfähig bleiben. Unsere Umwelt muss für unsere Kinder erhalten und geschützt werden. Das ist unsere politische Verantwortung. Wir nehmen diese Herausforderung an. Jetzt ist es notwendig, dass auch unsere Partner in der Welt unserem Beispiel folgen, denn ohne die USA, China oder Indien lässt sich kein effizienter globaler Klimaschutz erreichen. Die EVP-Idee ist die Kraft Europas. Mit dieser Kraft der größten politischen Familie Europas werden wir unsere gemeinsamen Ziele erreichen. Die Verantwortung für unser Klima ist nicht teilbar. Nicht nur die Politik muss den notwendigen Rahmen schaffen. Jeder von uns ist jetzt gefragt und muss seinen Beitrag leisten, damit der Klimaschutz gelingt und unsere nachfolgenden Generationen noch unbeschwert auf unserer Erde leben können.